Glück auf aus Haltern am See. Ich fahre heute eine kleine Runde von ca. 22 Kilometern, die nennt sich Hügelland und Wasserwege und wird in Haltern mit dem Routensymbol H5 abgekürzt. Ich warte jetzt aber erstmal, bis dieser Schauer hier vorübergezogen ist und dann geht's los. Mag sich der ein oder andere wundern, was macht denn der Velotourer da für eine Schlechtwettertour? Ich habe mir das so ausgesucht. Später ein bisschen mehr dazu. Die H5-Runde ist ja ein Rundkurs und ich bin den jetzt so gestartet, dass ich erstmal südlich raus aus Haltern bin, Richtung Haltern-Bossendorf und dann fahre ich die Runde erstmal ein Stück weit Richtung Westen, drehe dann meine Runde durch die Hart und komme irgendwann wieder an meinem Startpunkt an. Mittlerweile lacht auch der Lorenz oder brüllt der Lorenz, so soll es sein. Also heute wird mich so ein kleines Wechselspiel aus Regen und Sonne erwarten. Also wer hier jetzt in der Hart die beste Wegequalität erwartet hat, der muss sich enttäuschen. Das ist schon kaum mit dem Mountainbike zu schaffen. Daher empfehle ich auf jeden Fall mit einer Gazelle, also mit dem Hollandrad oder mit dem Faltrad zu fahren. Das ist die richtige Ausrüstung. Boah. Gucken wir mal, was der Velotourer so in der Tasche hat. So. Ein Kännchen Kaffee. Draußen nur Kännchen. Und ein Brötchen. Und natürlich eine Sitzauflage. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Oder doch? So. Erster Stock für die Blumen. Wunderbar, so muss das sein. Kaffee im Wald, gibt nichts Schöneres. Ist die Frau Velotour heute Morgen extra noch zum Bäcker, damit ich hier ein schönes Brötchen auf dem Radweg habe. Das ist Liebe. Diejenigen, die ab und zu mal in den Community-Bereich auf YouTube schauen, die wissen, dass ich letzte Woche eine längere Tour mit dem E-Bike gemacht habe. Da bin ich ca. 130 Kilometer über Bahntrassen von Bochum aus nach Witten und Wetter, Sprockhövel, Wuppertal, Wülfrath-Fellbad über Essen zurück nach Bochum geradelt. Und ich hatte die Kamera dabei, ich habe auch angefangen zu filmen, aber es war irgendwann so voll auf den Trassen, dass es wirklich keinen Spaß mehr gemacht hat, mit der Kamera irgendwas zu machen, denn aufstellen konnte man die Kamera dann nirgends. Ich habe das einmal versucht und es hat genau 10 Sekunden gedauert, bis irgendeiner die Kamera entdeckt hat und
umgedreht ist, versucht hat, die Kamera mitzunehmen. Und das macht ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Spaß, unter solchen Bedingungen irgendwas aufzunehmen. Und deswegen habe ich mir genau heute diesen Tag ausgesucht. Es ist Schauerwetter, das heißt, es ziehen immer mal kleinere Schauer durch die Gegend. Ich bin extra hier in die Hart gefahren, habe mir diese Route rausgesucht und möchte so ein bisschen auch die Ruhe genießen. Aber diese Runde, die ich letzte Woche gefahren bin, die hat mir so gut gefallen, dass ich die auf jeden Fall nochmal fahren werde und dann auch versuche, das Ganze mit der Kamera festzuhalten. Aber versprechen will ich an der Stelle nichts. Wo hier gerade der nächste Schauer durchzieht und ich noch so ein bisschen in Quassellaune bin, keine Angst, ich fahre gleich weiter, will ich noch so ein paar Worte zu Komoot sagen. Ich wurde in den letzten Videos immer mal wieder zu Komoot angesprochen. Ich nutze die Software eigentlich nur, oder die App, um Routen aufzuzeichnen und die dann eben zur Verfügung stellen zu können. Ich selber navigiere damit nicht und ich mache damit auch keine Routenplanung. Das mache ich immer ganz gerne mit dem NRW-Radroutenplaner. Ich persönlich mag den aus verschiedenen Gründen lieber. Der ist nicht so ganz komfortabel in der Bedienung, das gebe ich wohl zu, aber der hat andere Vorteile. Beispielsweise sind die Themenrouten so ein bisschen besser herausgearbeitet oder dargestellt. Ich will damit eigentlich nur Folgendes sagen. Seid nicht böse, wenn ich nicht alle Fragen zu Komoot beantworten kann. Wie gesagt, ich nutze diese App nur zum Aufzeichnen und Bereitstellen der Routen. So, hier rechts. Also wer so ein bisschen orientiert ist, der braucht eigentlich hier kein Navi. Man kann ganz gut der NRW-Radroutenbeschilderung folgen. Und hier und da gibt es auch noch mal das Symbol zur Route. Der laienhafte Radler wird jetzt denken, was schwitzt der Kerl denn so? Der Profi weiß natürlich, dass das die Gischt ist, die mir die ganze Zeit hier ins Gesicht spritzt. Spaß beiseite, es ist gerade hier so ein Grollen durch den Wald gegangen. Mit Gewitter hatte ich heute ehrlich gesagt nicht gerechnet. Umdrehen kann ich jetzt nicht mehr, das macht keinen Sinn. Ich fahre die Runde jetzt einfach noch zu Ende. Also ich denke mal, richtig nass werde ich nicht werden. Das sind immer so kleine Schauergebiete. Und ich habe ja Regenkleidung an, also viel passieren kann da nicht. Hinter mir sieht man mal die Beschilderung dieses Radwegs. Die ist, wie ich finde, ganz gut gelungen. Es gibt für die Themenrouten H1 bis H6 eben diese blauen Plaketten mit der entsprechenden Nummerierung. Und was ich besonders toll finde, hier gibt es noch eine Themenbeschilderung für den Rundkurs Ruhrgebiet. Meines Wissens wird der Rundkurs Ruhrgebiet nicht mehr gepflegt. Zumindest taucht er offiziell im Radroutenplaner nicht mehr auf. Im Grunde genommen ist das aber eine Kombinationsroute aus Ruhrtalradweg, verschiedenen Verbindungswegen, der Route der Industriekultur und der Römer-Lippe-Route. Wahrscheinlich macht das keinen Sinn, so viele parallel laufende Kurse dann nochmal zu einem extra Rundkurs zusammenzufassen. Finde ich persönlich ein bisschen schade, weil einmal ums Ruhrgebiet herum zu radeln, das steht bei mir auch noch auf dem Wunschzettel. Und ich finde, das hätte durchaus eine eigene Themenroute verdient. Ab dem gerade gezeigten Schild geht es dann jetzt erstmal ganz entspannt in Richtung Baggersee und dann wechsle ich einmal auf die andere Seite des Wesel-Dattel-Kanals und fahre dann wieder zurück in Richtung Haltern am See.
Und was ich dann mache, weiß ich noch nicht. Ich könnte ja vielleicht die H6-Route noch anschließen. Oder aber ich mache was ganz anderes. Das werde ich gleich sehr spontan entscheiden, wie immer. Ihr kennt mich ja. Der Ginster blüht schon. Schön. Da vorne links ist übrigens ein Agathe Bauer Song. Wenn ich die Kanalseite gewechselt habe, dann fahre ich ja wieder Richtung Westen und komme dabei an der Flasheimer Schleuse vorbei. Und von da aus ist es nur noch ein Katzensprung bis zu meinem Startpunkt. So, hier ist wieder das Linksabbiegen angesagt. So, rechts kommt keiner, geradeaus kommt auch keiner und rum. Also ich muss sagen, hat sich heute schon gelohnt, auch wenn es so eine kleine Runde ist, aber ich habe es jetzt sehr genossen, hier das Stück durch den Wald zu radeln. Aber ganz so leer, wie ich mir das erhofft hatte, war es nicht. Also es sind doch viele Wanderer und auch einige Mountainbiker hier unterwegs, die dem Wetter tatsächlich trotzen. So wie es aussieht, wird hier gerade das Abbaufeld für Sand erweitert. Und wer gerade baut, der weiß selber, wie teuer der Rohstoff Sand mittlerweile geworden ist und wie begehrt. Ich weiß ehrlich gesagt aber nicht, ob das hier Bausand oder beziehungsweise Sand fürs Bauen oder Mischen von Beton ist oder ob das Quarzsand für die Glasindustrie ist. Das werde ich mal nachschlagen. Das macht ja auch nochmal einen Unterschied aus. Also Sand ist nicht gleich Sand. Aber da kennen sich andere Leute besser mit aus. Wir sind so circa 7 Kilometer von hier aus bis zu meinem Start- und Endpunkt. Und ich überlege, ob ich nicht direkt dann nach Bochum radel. Das ist jetzt nicht die schönste Strecke, aber bei dem Wetter muss ich mich ordentlich in den Zug setzen. Und mit der Gazelle ist das doch gar kein Problem. Da rocke ich die paar Kilometer so runter. Also das wollte ich mir jetzt nicht nehmen lassen, einmal mit der Lippefähre Maifisch über die Lippe überzusetzen. Ich ändere die Route jetzt einfach ein Stück weit ab. Die ursprüngliche Route, also die H5-Route, würde eigentlich jetzt ein Stück durch Flasheim führen, wieder zurück zum Bahnhof in Haltern. Ich nehme jetzt hier so einen kleinen Verbindungsweg, der führt mich zum Halterner Stausee. Und dann fahre ich noch ein kleines Stück über die H6-Route in Richtung Bahnhof zurück. Ich glaube, das ist eine ganz gelungene Ergänzung. Das war mal so ein ganz kleiner Blick in die Westrupper Heide. Schöne Ecke zum Wandern. Aber es ist erstaunlich, kaum ist die Sonne draußen, rennen hier wieder 1000 Leute durch die Gegend. Das ist ein Phänomen.
Die Runde hört so auf, wie sie angefangen hat, mit Regen. Das war sie, die H5-Route durch das südliche Haltern. Eine ganz nette Runde, muss ich sagen. So ein bisschen Waldbaden, ne? Mit dem Rad, ja. Ich fahre jetzt mit dem Fahrrad zurück nach Bochum. Ich muss mir die Currywurst noch verdienen. Das mache ich mal im Schnelldurchlauf. Die Strecke ist nicht sonderlich interessant. Führt durch Recklinghausen, durch Herne. Ja, mal gucken, was das Navi gleich ausspuckt. Also wir sehen uns gleich nochmal. Alles richtig gemacht. Vor dem nächsten großen Schauer bin ich hier rechtzeitig zu Hause eingetrudelt, habe gerade meine Currywurst reingepfiffen und bin jetzt satt und zufrieden. Die Runde, also diese H5-Runde, hat mir richtig gut gefallen. Man hätte die theoretisch noch mit der H6-Runde rund um die Stauseen kombinieren können. Da war es jetzt zum Schluss aber schon wieder relativ voll. Deswegen habe ich ehrlich gesagt keine Lust gehabt, diese Erweiterung zu fahren. Und ich bin ja jetzt die Strecke noch zurück nach Bochum gefahren. Also am Ende des Tages hatte ich tatsächlich auch ungewollt 71 Kilometer auf der Uhr. Mit der Gazelle ist das schon ganz ordentlich, würde ich sagen. Ja, wenn ihr Lust habt, die Runde nachzufahren, wie gesagt, auf Komoot findet ihr den Track. Ihr könnt den auch herunterladen und in andere Navigations-Apps hineinladen. Das bleibt ja euch überlassen. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf und vergesst das Radfahren nicht. Glück auf!